Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Memory PC und zwar mit dem Gaming PC AMD Ryzen 5 5500, bla 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 bla, das sind nur die technischen Daten, für 959 Euro, runtergesetzt von 1399 Euro, also 31,45% gespart. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Zuerst eins vorweg, bei einigen Sachen hier war ich mir nicht ganz sicher, was genau verbaut ist und ich habe einfach mal beim Kundenservice angerufen und das ist mir noch nie passiert. Ich habe da angerufen, habe gesagt, hier, es geht um den und den Artikel, ich hätte ein paar Fragen. Ja, okay, stellen Sie mal Ihre Fragen. Dann ging es mit der SSD los und dann sagte ich so, ja, ist das eine SATA-SSD oder ist das eine M.2 NVMe, wie auch immer, PCI Express 3.0? Und dann sagt der so, ach so, hallo Herr PC-Check. Der wusste auf einmal, wer ich bin. Der beim Kundensupport, völlig random. Und dann hatte ich auch nachgefragt, ob da wohl mehrere Leute meine Videos gucken und die sagten dann so, ja, so ein paar Leute gibt es hier schon, die diese Videos schauen, sich ein bisschen Feedback holen und so. Also scheinbar gibt es wirklich einige Systemintegratoren, die meine Videos gucken. War auf jeden Fall ein sehr netter Kontakt, also der Kundenservice war super, bin auch relativ schnell durchgekommen. Ich glaube, ich hatte 3 Minuten oder so gewartet, das war schon okay. Der PC wurde übrigens vorgeschlagen von Spectre Lama, der hat das in den Kommentare reingepostet und hat gesagt, hey, ich will mir den demnächst holen, der ist so weit runtergesetzt, kannst du dir mal anschauen. Das machen wir jetzt natürlich. Zuerst mal zu dem Grundbild, das ist nicht sonderlich fake, was ich ein bisschen schade finde, wenn man hier unten weiter klickt, dann sieht man halt hier richtig fett RGB-Beleuchtung beim RAM, 4 RAM-Bänke, das ist hier auch in dem Fall Corsair Vengeance RGB Pro RAM, der sowieso nicht verbaut ist. Der Lüfter ist auch ein RGB-Lüfter, hier unten ist ein Corsair-Netzteil drin, die Grafikkarte ist eine andere, finde ich alles ein bisschen schwierig. Auch hier ein Asus ROG-Board, das ist einfach nicht der PC, wie er dann aussieht, wenn er zu euch nach Hause kommt. Ich finde das aber ein bisschen kritisch. Bei dem ersten Bild sieht man halt nicht sonderlich viel, okay, aber der Kunde, der klickt dann halt hier so durch und sieht hier diese ganzen fetten Sachen, die überhaupt nicht da drin sind. Wenn Memory PC dieses Video sehen sollte, nehmt euch das vielleicht mal zu Herzen und nimmt wie Dubaro zum Beispiel einfach die Gehäusebilder. Ist viel einfacher. Gehäusebild rein und wenn der Kunde sich das dann umkonfiguriert, dann kann er sich ja ungefähr ausmalen, was dann drin ist. Ein paar Produktbilder rein, dann passt das. Starten wir also mit den technischen Details. Hier haben wir das Gehäuse, das ist ein Aerocool Cylon Black Fenster LED-Leiste. Das finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Klar, der PC kostet knapp 1000 Euro, aber es gibt 1000 Euro PCs, die haben wesentlich bessere Gehäuse, wie zum Beispiel ein Silentium VT2TG oder sowas in der Art, mit einer Meshfront. Das hat jetzt hier so einen RGB-Streifen, verstehe ich. Das ist aber komplett geschlossen. Hier unten haben wir dann ganz kleine Lüftungsschlitze. In dem Gehäuse ist allgemein nicht viel los. Es ist nur ein Lüfter hinten installiert, keiner in der Front, also Airflow-technisch. Würde ich auf jeden Fall umkonfigurieren. Auch an jetzt den Kommentator, der dieses PC-System vorgeschlagen hat, bitte einfach das Gehäuse wechseln. Weil das hier, das ist nichts. Da erstickt die Hardware drin. Klar, wir haben nur ein 5500er Ryzen und eine 6700 XT, aber das könnte trotzdem sehr muckelig darin werden. Also das Gehäuse ist in meinen Augen nichts. Und das kostet 44,89 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein SQI Silent 600 Watt 80+. Das hat keine Zertifizierung. Gut, 80 plus, ja gut, über 80% Effizienz. Keine Bronze-, Gold-Zertifizierung, irgendwas, keine Modularität. Garantieangaben sind hier auch nicht drin. Es ist einfach so, ich habe jetzt das Aerocool Aero White genommen, weil mir am Telefon gesagt worden ist, dass diese SQ White-Dinger eine Eigenproduktion sind und der OEM dahinter quasi Aerocool ist. Also Aerocool stellt diese Netzteile für Memory PC her, dann kriegen sie die noch ein bisschen günstiger, ist klar. Das Netzteil finde ich schwierig. 600 Watt reicht natürlich, sofern es alle Schutzschaltungen hat, ist es auch irgendwo okay. Ist jetzt auch kein BeQuiet oder Corsair oder Seasonic oder so und auf den Bildern suggerieren sie halt so ein Corsair-Netzteil. Finde ich immer sehr, sehr schwierig. Klar, in der Bezeichnung steht es anders drin, aber muss nicht sein. Und das kostet 37,95 € bei esddirekt.de. Das Mainboard ist ein Gigabyte B450MH. Natürlich 1000 Euro PC, Micro ATX, muss ich mich vielleicht sogar mit anfreunden, wobei es andere Systemintegratoren gibt, die es auch schaffen, da Full ATX reinzuschmeißen. Sehen wir gleich noch, wir haben eine Alternative genommen. Wir haben hier keine gekühlten Spannungswandler, überhaupt nicht. Weder hier links an der Seite, noch hier oben on top. Nur 2 RAM-Bänke, das heißt mehr als 2 RAM-Riegel kriegt ihr ja sowieso nicht rein. Ist für die meisten auch gar nicht nötig, ich sag's nur dabei. Hier unten ein SSD-Anschluss, die Grafikkarte kommt hier rein. Hier könnt ihr vielleicht noch eine WLAN-Karte oder so reinstecken, dann war's das aber auch. Oder vielleicht eine USB-Erweiterungskarte hier unten. Von den Anschlüssen her haben wir
Kopfhörer, Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, zweimal USB 2.0, viermal USB 3.0, HDMI und VGA-Anschluss werdet ihr sowieso nicht benutzen können, weil der Prozessor hier auch keine integrierte Grafikeinheit hat. Und halt die beiden PS2-Anschlüsse, einmal für Tastatur und Maus, werdet ihr auch nicht benutzen. Ihr schließt eher alles über USB an. Das sind halt so ältere Anschlüsse, die für alte Hardware gedacht sind oder eben für Overclocker. Aber auf dem Board overclockt keiner, deswegen ist das eher für ältere Systeme gedacht. Ältere Mäuse, Tastaturen und ähnliches. Also das Mainboard, das ist nichts. Das ist absolut nichts. Auf jeden Fall das auch umkonfigurieren oder gleich einfach die Alternative nehmen. Ich finde das wirklich sehr schwierig. Und das kostet 54,90 € bei Equipper. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 5500, 6x3,60 GHz. Der hat eine TDP von 65 Watt, 6 Kerne, 12 Threads, unterstützt offiziell DDR4-RAM 3200 MHz. Haben wir hier auch verbaut, Gott sei Dank. 6 Kerne, 12 Threads reicht natürlich zum Zocken aus. Es ist jetzt nicht so ganz so stark wie ein 5600X zum Beispiel, aber zum Zocken reicht er. Der wird die Grafikkarte auch noch nicht ausbremsen. Ist halt ein günstiger Prozessor, in der Preisklasse auch immer ein bisschen schwierig, was anderes zu finden. 65 Watt TDP ist auch nicht sonderlich viel. Der kommt sowieso mit dem Stocklüfter daher, also der hier dabei ist. Ihr seht ihn hier auch nochmal, weil die auch einfach angeben, AMD-zertifizierter Kühler. Das wird dann einfach der Stockkühler sein, der dabei ist. Reicht in dem Fall auch aus, ist nur schwierig in dem Case, weil der Airflow halt so gut wie gar nicht gegeben ist. Da könnte die Kiste ein bisschen lauter werden. Und der kostet 118,90 € bei Mindfactory. Hier steht es auch nochmal, Prozessorkühler, AMD-zertifizierter Kühler, haben wir gerade drüber gesprochen. Arbeitsspeicher 16 GB DDR4 Highspeed. Da ist im Konfigurator angegeben, dass sie verschiedene Hersteller benutzen, G-Skill oder Corsair Vengeance oder so, 3200 MHz, das steht auch im Konfigurator drin, haben wir hier jetzt auch genommen. Wir haben den günstigsten genommen, den wir gefunden haben, könnte wie gesagt auch ein anderer werden. Der Aegis hatte ich persönlich schlechte Erfahrungen mitgemacht, aber gut, das müsst ihr dann selber wissen, wenn er kaputt geht, habt ihr ja trotzdem Garantie. Ist ja jetzt nicht das Problem. Also es ist halt richtig billiger RAM. Klar, bei einem 1000-Euro-System geht es vielleicht nicht anders, aber vielleicht auch doch, sehen wir gleich noch. Und 16 GB ist natürlich völlig in Ordnung in dieser Preisklasse. Die werdet ihr auch nicht voll ausreizen, weil ihr mit dem Ding sowieso nicht großartig streamen könnt oder so. Von daher reicht das erstmal aus. Und der kostet 51,80 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB. Da haben sie jetzt natürlich keine Angabe gemacht, was sie genau verbauen. Aber er sagte mir, die haben AMD-eigene Karten und die Sapphire-Varianten. Deswegen nehmen wir jetzt die Sapphire Pulse Radeon RX 6700 XT. Die ist gegenüber der günstigsten auf Geiz halt ca. 40 oder 50 € teurer. Das rechnen wir jetzt auch so mit rein. Also der Preis steht ja auch gleich bei Geiz halt so drin. Das ist eine gute Grafikkarte, die hatte ich vorher auch, allerdings ein anderes Kühldesign. Damit kriegt ihr die aktuellen AAA-Titel einigermaßen gewupst. Ihr dürft euch jetzt nicht zu viel versprechen. Also ihr könnt natürlich auf HD und teilweise auch WQHD gut zocken. Könnt jetzt aber nicht erwarten, wenn ihr einen 144 Hz WQHD-Monitor habt, dass ihr da richtig rotzen könnt. Den FPS-Test dazu verlinke ich natürlich unten in der Videobeschreibung, sofern ich dann einen finde mit dem 5500er Ryzen, weil der ist nicht so verbreitet wie zum Beispiel ein 5600er, aber ist schon mal keine schlechte Grafikkarte. Und die kostet 498,41 € bei BEA Computer in Österreich und 508 € bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine 480 GB M.2 SSD. Jetzt haben wir hier eine kleine Problematik. Es ist so, es gibt SATA M.2 SSDs, die nicht sonderlich schnell sind, und es gibt PCI Express 3.0 und 4.0 SSDs zum Beispiel, die deutlich schneller sind. Die verbauen hier in dem Fall eine SATA SSD M.2. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 520 MB die Sekunde und Schreibgeschwindigkeit von 480 MB die Sekunde. Das muss nicht genau diese sein. Gibt auch andere Hersteller, aber das bewegt sich alles plus minus 500 MB die Sekunde lesen und schreiben. Das merkt ihr dann schon noch irgendwo bei den Ladezeiten. Nicht sonderlich doll, als würdet ihr jetzt eine Kingston NV1 oder so nehmen, aber ihr merkt es auf jeden Fall. Hier haben sie auf jeden Fall noch ein bisschen gespart. 500 GB finde ich auch ein bisschen schwierig, beziehungsweise 480 GB. Es gibt so Spiele, die fressen eine Menge Speicher. Da rede ich jetzt nicht von Valorant, Counter-Strike oder Among Us. Da rede ich dann zum Beispiel von Ark Survival Evolved oder Far Cry 5 oder Far Cry 6. Die fressen schon eine ganze Menge. Wenn ihr Pech habt, installiert ihr ein Spiel, das Ding ist voll. Deswegen überlegt euch vielleicht, ob ihr nicht mindestens 1 TB dann reinkonfiguriert. Und die kostet 35,99 € bei Mindfactory. Ein optisches Laufwerk haben wir nicht mit dabei und Windows ist auch nicht mit dabei. Da wären wir auch hier schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 842,84 €, das System soll kosten, 959 €, runtergesetzt von 1400 € knapp. Also die 1400 sind schon mal Quatsch, dieser Streichpreis. Das kann sein, vor einem Jahr, wo die Grafikkarten noch teurer waren, dass der Preis wirklich mal irgendwie bestand. Aber 959 €, so wie es jetzt drin steht, ist okay. Was ich auf jeden Fall wechseln würde, ist das Mainboard und das Gehäuse. Beim Netzteil, das wird auf jeden Fall noch reichen. Klar, man kann auch was qualitativ Hochwertigeres nehmen. Aber das Gehäuse wegen dem Airflow und das Mainboard wegen der Langlebigkeit der Spannungsweise.
dran laufe jeden Fall. Der Rest ist eigentlich soweit in Ordnung. Ob ich es mir so kaufen würde, ich glaube nicht, weil es gibt bessere Alternativen. Wir haben hier den Gamer PC Ryzen 5 5500 mit RX 6700 XT für 999 Euro anstatt 1049 Euro. Das ist ein Streichpreis, wo ich sage, ja, das kann sein, dass er mal so viel gekostet hat. 50 Euro runtergesetzt ist ganz nett. Von den Eckdaten her ähnelt er dem anderen System, also der gleiche Prozessor, auch hier der Boxkühler mit dabei. Das Mainboard ist aber schon mal ein anderes. Wir haben hier ein Gigabyte B450 Gaming X. Das ist ein Full-ATX-Board mit gekühlten Spannungswandlern, 4 RAM-Bänke und hier unten die Anschlussmöglichkeiten. Ihr habt noch eine Möglichkeit mehr, irgendwas anzuschließen, WLAN-Karte, USB-Erweiterungskarte oder ähnliches. Hier haben wir allerdings auch auf der Rückseite schon 7.1, 4x USB 2.0, 4x USB 3.0, HDMI, DVI könnt ihr auch hier nicht benutzen und PS2 kombiniert. Das bedeutet für euch einfach, ihr habt mehr USB-Anschlüsse und auf jeden Fall noch mehr Audio-Anschlüsse auf der Rückseite. Natürlich könnt ihr 7.1 mit dem anderen System auch irgendwo realisieren, dann müsst ihr aber die Anschlüsse vom Gehäuse mitnutzen. Also das Mainboard wäre eher ein Mainboard meiner Wahl gewesen, nicht dieses Micro-ATX ohne gekühlte Spannungswandler und so und nur 2 RAM-Bänke, sondern wirklich das. Dann haben wir hier Kingston 3200 MHz Fury Beast RAM, der ist natürlich qualitativ auch noch ein bisschen besser als der Aegis, auch 16 GB. Eine 500 GB Kingston NV1, die natürlich deutlich schneller ist als diese SATA SSD, die hier bei Memory PC genommen worden ist, also um das Vierfache schneller. Das Netzteil ist ein BeQuiet Pure Power FCM, auch 600 Watt. Allerdings hat das 5 Jahre Herstellergarantie, 80 plus Gold Zertifizierung und ist teilmodular. Qualitativ eine ganz andere Nummer als dieser Aero White Netzteil, was da bei Memory PC mit dabei war. Und als Gehäuse haben wir ein Kohling Stronghold Schwarz mit Glasfenster, das ist genauso für die Tonne wie das Aero Cool Gehäuse. Dann schauen wir uns davon mal die Liste an. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse und das Netzteil und da liegen wir bei 893,73 €. Das System soll kosten knapp 1000 Euro. Also vom Zusammenbaupreis her ähneln sich die Systeme. Das hier ist natürlich 40 Euro teurer als das andere, hat aber ein besseres Netzteil und ein besseres Mainboard mit dabei und eine bessere SSD. Das Gehäuse ist wie gesagt genauso für die Tonne wie das Aero-Cool-Gehäuse. Das solltet ihr auf jeden Fall auch umkonfigurieren. Nur ich würde euch wirklich empfehlen, entweder den anderen so anzupassen, wie ich es eben gesagt habe, dass man da wirklich hergeht, okay, besseres Gehäuse, besseres Board und so weiter, besseres Netzteil und was ich alles gesagt habe, oder direkt den von Dubaro einfach das Gehäuse tauschen. Ich glaube, das ist einfacher. Also preislich gesehen ist das System auf jeden Fall gut. Ne? Ihr werdet nicht abgezogen. Konfigurationstechnisch gibt es einiges zu bemängeln. Ich würde mir dann doch eher überlegen, den von Dubaro zu nehmen. Ihr könnt auch bei Krotus gucken oder Agando oder sonst wo. Ich bin mit niemandem gepartnert. Ich bin frei. Das soll auch keine Werbung für Dubaro oder so sein. Nur ihr habt da auf jeden Fall den besseren Deal. Klar ist es 40 Euro teurer. Aber ich würde mir da stark überlegen. Und nur um den Kommentar jetzt zu beantworten, kauft das System lieber nicht. Du musst zu viel umkonfigurieren in meinen Augen. Klar, es würde funktionieren, so wie es da ist. Aber lass es lieber, nimm das von Dubaro oder Krotus oder Gando oder sonst wem. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Lasst ein Abo auf Twitch da, wenn ihr möchtet. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.